foolery finds no home in this trivial world of ours. Feierabend. Was macht ihr denn noch hier? Kriegt ihr denn zu Hause nichts zu sehen? Als ob dein Olla hier was zu Hause zu sehen bekommen hätte. Und tschüss. Scheiße! Jochen, hilf mir! Hilfe von einem Mann? Nee, abschalten! Männer. Was denn? Ihr habt das Urteil doch gehört. Männer sind mehr wert. Ach, Schwachkopf. Ja, die Spule war voll. Ihr hättet sie längst wechseln müssen. Du, ich hab dich hier eingearbeitet, ja? Also erzähl mir nicht, wie ich das hier zu machen habe oder nicht. Scheinst aber aus der Übung zu sein. Halt den Rand, ja. Was denn, Kalle? Soll's Klappe halten. Ah, klar. Der rote Ritchie steckt mit den Mädels unter einer Decke. Geh doch zurück in die Zone. Dort haben alle nix. Verstehe. Na dann, gratuliere. Ja. Hübsches. Ja, Jochen, was Hübsches. Ich glaube nicht, dass ich so viel zu bieten habe wie du, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast auch ein bisschen mehr als ich, oder? Ah. Na, dann zeig dich doch mal, Jochen. Red dich doch mal für uns. Aha. Was hast du denn da in deiner Hose? Was so dick und prall ist. Ist das dein Geldbeutel? Hä? Siehst du, hab ich gleich gesagt, dass du mehr hast als ich. Foolery finds no home in this trivial world of ours. That's where my dearest and brightest dreams have ranged to here for. Ja, in der Tat ist bei Dr. Rainer Jamm noch eine zweite Person gemeldet, und zwar eine gewisse Anja Tietke. Anja Tietke? Genau. Geboren am 1.12.1977 in Erfurt, hat dann in Lüneburg gelebt, Hamburg. Ui, es geht aber ganz schön lange so weiter. Nürnberg, dann Barcelona, Hawaii. Puh, ganz schön rumgekommen. Niger, Mosambik, Peking, Jakarta, Wetzlar. Wetzlar? Wetzlar. Dann 2 Jahre Oslo, na und so weiter. Und immer dort gemeldet? Ja. Als was ist sie denn beim Finanzamt gemeldet? Moment. Freie Reisejournalistin. Schreibt im Internet Reiseberichte. Könnt ihr mir das bitte alles rübermailen? Klar. Foolery finds no home in this trivial world of ours. That's where my dearest and brightest dreams have ranged. Yes, of course. I'm leaving. Leaving? Where? I'm going back. To the US. This again, I thought we talked enough about that. We didn't talk about anything, actually. Actually, I think there's not much to talk about at all. Okay? I mean, look, you're acting irresponsible and unreasonable, and look, with some distance, you'll see the things the way they are. So, keep calm, huh? It's cool. The plane leaves tomorrow. What? You must be completely out of your mind. And you didn't even bother to talk to me. I tried to. Foolery finds no home in this trivial world of ours. That's where my dearest and brightest dreams have ranged. Sie meint es echt ernst. Emma und ein älterer Typ. Und was ist, wenn er... Er? Echt jetzt? Wie oft haben wir dieses Gespräch schon geführt? Ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen. Ja, jeder wünscht sich was. Und am meisten das, was er nicht hat. Ja, das ist die Natur eines Wunsches. Wünsche sind wie Meinung, jeder hat eine. Selfies in Unterwäsche, ja, ist okay. Liken, oh, voll okay. Aber anfassen, nö, ist verboten, ne? Ja, aber du warst nicht irgendein Freund oder Lover oder so, du warst Familie.
Familie. Ja. Ja. Schön. Ich bin stolz drauf, ja? Okay, ja, versuch doch. Dann geh doch, geh doch. Ich war nicht für dich da, jetzt bin ich für dich da. Ach, tut mir leid, Sophie, ich hätte es dir sagen sollen. Lass uns drüber. Kann ich hoffe, deine nächsten Worte sind nicht küssen, lieben oder sehen. Aber können wir nicht morgen? Für dich gibt's keinen Morgen. Komm,